Und weiter geht's mit Resident Evil Revelations 2, Folge 23. Ja. Zu wenig Hände. Ab in die Ecke. Hast du hier drauf gedrückt? Nein, ich habe nicht drauf gedrückt. Das wollte ich dir überlassen. Genau deswegen, das habe ich mir schon gedacht. Nein, meine Folge war eh zu Ende. Außerdem muss man ja die Leute so ein bisschen an die Spannung halten. Ja, ne? Cliffhanger. Genau. Ja, ich hab's mir gedacht, dass die da rauskommen, aber ja, wenn das Normalos sind, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Noch. Jetzt kannst du ja theoretisch gesehen einfach die Treppe hochgehen und dann darüber marschieren, oder? Treppe? Achso. Da hinten. Ja, zwei da Stück. Da kommen doch welche. Aber ich hab doch ganz am Anfang aus dem Blubbern gesehen, da kam keiner raus. Ja, vielleicht war es nur eine Ankündigung. Oh ja. So ein Achtung, Achtung. Lass sie in Ruhe. Leg dich mit jemandem an. Oh, da oben habe ich schon einen Dicken gesehen. Ja. Angeberin. Roundhouse-Kick. Wo schießt die denn hin? Oh! Shit. Shit happens. Jetzt gehen wir am besten direkt mit Mauer auf Dickerchen und die soll ein bisschen draufballern. Eigentlich ist das voll die Assi-Taktik, aber ja. Ja. Oh! Ja, und stech ihn ab! Ich glaube, er ist noch nicht tot. Nee, die halten immer. Außer der eine da in dem Feuer. Geh doch weg, Mann! Oh! Mädel. Oh, da hinten war noch was. Ja. Ich glaube, so ein Explo-Viech. Ja. Scheiße. Hat die jetzt den Fettsack mit in die Luft gejagt? Das wäre voll cool. Ich hau einfach noch ein bisschen. Voll cool und so. Jetzt haust du Claire oder so. Jetzt Desinfektion in die Augen, wenn gut ist. Total. Oh! Yay! So, der liegt hier immer noch ein bisschen. Bitch Points. Bitch. Ja, wie nennen wir das dann bei wie hieß er nochmal? Bob Barry. Bei Barry nennen wir es dann Bro Points. Bro Points. Bro Please. Bro Please. Please. Das Wasser ist ja immer noch oben. Ja. Ich hatte gehofft, das kann man sehen. Warst du schon hier? Nein, hier war ich noch nicht. Das ist new. New. New, new, new. Ich habe schon überlegt, wie lange die Folge hier noch geht. Also die Mission, sag ich mal. Ach, guck mal da. Da waren Schritte. Ja. Aber erstmal so ein bisschen umschauen. Ich schätze echt mal noch, dass man das Wasser irgendwie runterschrauben kann. Ich kann mich aber auch irren. Gab es hier jetzt eigentlich auch diese komischen Wand-Graffiti-Dinger, die man nur mit der Lampe sehen kann? Achso. Ich habe irgendwas gehört. Hä? Sie einfach nur so losgeschossen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, da liegt was. Da haben wir jetzt aber echt. Bitchpoints! Willst du jetzt mal hinter dir gucken? Ja. Ah, okay. Gut, war richtig. Noch mehr Bitchpoints. Guck mal da oben. Musste, glaube ich, abschießen. Und guck gleich mal in den Raum rein, ob du noch irgendwo so eine Medaille siehst. Kann ja sein, dass man von hier aus... Wäre jetzt nichts. Nee, ich auch nicht. Hätte ja sein können. Alle werden wir eh nicht kriegen, wie ihr schon seht, aber wenn wir welche sehen, dann holen wir uns die auch. Wie zum Beispiel das eine, was du sehr schön geholt hast in diesem Feuerfabrik. Oh, da glitzert was. Ja. Noch mehr Bitch Points. Krass. Geht jetzt hier ab. Alkohol. Kannst du auch in die Augen träufeln. Super angenehm. Super angenehm. Hochprozentiger. Da. Ja, rechts blubbert's. Oder? Oder ist das nur so? Nee, das war aber vom Licht oder so. Ich versuche mal schnell aus dem Wasser rauszugehen. Ja, ist auch angenehmer. Okay. Okay. Ja, dann gehe ich runter. Ja, stellt mich auf die Treppe. Die können doch dann nur eins in die Treppe hochkommen, oder? Ist ja gerade welche runtergefallen? Schon. Aua! Als müssen das nur Normalos und kein Kanonenvieh. Oh, da oben ist auch einer. Oder war es Claire? Ah, ne, Claire ist hier unten. Dann kommt da oben von der Treppe einer. Ich weiß nicht, wo die hochgegangen sind, aber irgendwo. Schüttelleinspeck. Schüttelleinspeck. Mann, Claire, ey, die geht mir. Oh, das haben wir gesagt. Ein bisschen auf die Eier. Ja. Oh, die Batterie ist fast leer. Ja. Oh, reicht noch für diese Folge. Alter, lass die doch mal in Ruhe. Ich muss gleich mal vielleicht gucken, wie viel Leben die noch hat. Ja. Oh, bei dir dauert es auch. Ah, okay.
leicht angeschlagen. Ein bisschen kann sie noch. Wollte sich mal nicht so anstellen. Wow. Jetzt müsste eigentlich so ein Balance-Eck kommen. Er hat sie ja kurz gemacht. Als die Gegner gekommen sind, hat sie balanciert. Da unten liegt noch Kiste. Ja, ich kannst kann das auch jetzt die runter, ja, so runtertreten. Das noch nicht. Ohne es zu berühren. Ich habe eigentlich gedacht, die tritt da so leicht gegen oder sowas, aber nö. Nö, nö, nö. Ich bin mir jetzt unschlüssig, wie ich gehen soll. Ja, ich glaube, mach erstmal unten, oder? Rubin. Da hinten blubbert wieder was. Ed blubbert. Blubbert ganz schön viel hier. Och du Scheiße! Geh doch weg! Ach, okay. Ja, das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Ja, komm. Ich muss bei dir manchmal so ein bisschen an Pyromid denken. Weil er hat auch so ein bisschen so einen spitzen Kopf. Zwar nicht so extrem wie Pyramid Head, aber. Ach Mann. Wir haben Schrot, das sehe ich nicht. Die haut die mit einem blöden Brecheisen zu klumpen. Läuft doch. Läuft bei. Oh, ich hab jetzt Claire getroffen. Nee, getroffen. Nicht. Guck mal da. Nicht, weil die blinkt so komisch. Oh, seltene Teile. Box habe ich so richtig gelesen. Ja. Claire blinkt gerade so ein bisschen. Das ja. Macht mir Angst. Das ist noch ein zweiter, oder? Ah, ne, das ist Claire. Dann geh mal auf die drauf. Oh ja, ja. Ich glaube, mit Claire kannst du die Teile boxen. Ich weiß nicht, ob man aber voll ist. Ja, die ist voll. Ich glaube, ich kann sie gar nicht nehmen. Hä? Doch. Doch, ja. Da fehlt mir irgendwie die Anzeige. Guck mal noch hinter dir, warte mal was, oder? Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Also von oben. Ja, das ist ja schon was in der. Ne, die letzte haben wir noch gar nicht kontrolliert, ne? Was in der letzten seltenen Box war. Ne, wir haben jetzt direkt zwei seltene Teile Boxen hintereinander bekommen. Die haben wir beide noch. Da unten ist eine und da oben links ist eine. Aber sobald wir. Das interessiert mich jetzt schon, weil selten sind das jetzt Schadenstufe 4 oder so. Was war das? Hier so ein Ding. Oh! Okay. Ja. Ja, wo lang? Wo lang? Ich glaube, ich gehe erst da oben lang. Ah, jetzt stelle ich mich da. Sind sie echt balanciert? Hep. Hä? Siehst du jetzt irgendwie was, was du sonst. Okay. Nein. Ja. Hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Ja, gut. Vielleicht wäre das Brett eingebrochen oder so. Oh, oh. Ja, das ist noch so ein. Explofi. Und unten war, glaube ich, auch einer. Ja. Wo? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwas unten gesehen. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich höre auch noch die Musik. Da. So. Immer noch ein drauf. Und da ist noch einer. Und Claire kriegt auch. Oh, Claire. Oh, da sind auch noch zwei. Ja, der ist schon mal hinne. So. Lass. Die darf ruhig geschlagen werden. Die darf ruhig. Die jüngere von beiden ist unkaputtbar und die erfahrene, die macht's nicht lang. Okay, ihr könnt schaden. Alles noch in Ordnung. So. Da blubbert's auch noch. Ja. Das Blubbern stört mich. Die respawnen einfach. Das wäre scheiße. Glaube ich aber nicht. Ist das Brett jetzt weg? Ach, du wärst ja so gar nicht hingekommen. Ah, okay. Da war aber ein Brett. Stimmt, oder? Da war ein Brett, ja. Vielleicht hat er doch recht mit das bricht ein oder so. Darüber. Ja, du bist ja schon auf der anderen Seite. Da irgendwo. Sieht doch nicht so aus. Hinter dir blubbert's. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Nix. Einfach nix. Ach so, nix, ne? Jetzt kannst du da hoch. Ja. Der letzte Weg. Und endlich raus aus dem Scheißschacht, da. Ja, wo sind wir jetzt? Da ist wieder so eine tolle Tür. Keine Werkbank hier? Das aber.
Was gilt's alles? Noch einen? Mehr Bitch Points? Ah, leere Flasche ist jetzt nicht so jetzt wichtig. Nicht. Okay. Und? Ah! Ich versteh's immer noch nicht. Nee, versteh ich noch nicht. Was hieß nochmal orange am Armband? Angst. Bin ich jetzt hier? Ganz schön düster hier. Ach, Scheiße. Wo ist denn Turm? Ist das ein Friedhof? So eine Gruft? Sieht ein bisschen so aus, ne? Oh, guck mal, da kannst du. Flasche? Ja. Vielleicht, weil die gerade gequatscht haben, versuchen immer so ein Grab anzugucken. Alle mal durchquatschen, vielleicht, ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen ansprechbar aus. Hast du? Sieht ein bisschen eklig aus. Sieht ein bisschen nach Bossfight aus. Mhm. Oh! Oh, eine Gedenkschrift für meine Blutsbrüder. Wir folgen Meisterin. Blutsbrüder. Wir folgen Meisterin Alex auf diese Insel. Ja. Ja. Die sie Nummer 46 getauft hat. Unsere Bemühungen haben Wohlstand auf die Insel gebracht. Aber noch wichtiger ist, dass wir gekommen sind, um der Meisterin zu helfen, ihre Wünsche nach Wiedergeburt zu erfüllen. Ihr habt eure Aufgabe hervorragend erfüllt. Selbst bei eurer letzten Aufgabe, der Meisterin wertvolle Daten zu liefern auf Kosten eures eigenen Lebens. Unsere Knechtschaft zur Meisterin verbindet uns. Ihr seid meine Kollegen und meine Freunde. Ich werde der Meisterin helfen, die Arbeit zu vollenden, die wir gemeinsam begonnen haben. Ich verspreche euch, dass euer Opfer nicht vergeblich waren. Möget ihr in Frieden ruhen. Rest in peace. Ja, das klingt ja sehr einladend, aber es scheint hier direkt rauszugehen. Also. Ja. Oh, liegt noch was zum Lesen? Befreit unsere Genossen. Wenn ihr nach der Wahrheit trachtet, müsst ihr eure gefallenen Kameraden der Reihe nach die letzte Ehre erweisen. Erst dann könnt ihr eure Ketten der Sünde abstreifen. Der erste war immer tollkühl. Kühn. Mann, er hat kein Grab. Der zweite trägt seinen Antlitz auf dem Rücken. Der dritte ist der dritte Nachbar des vierten, aber in der Reihe davor. Der vierte hat seinen Kopf verloren. Oh, das klingt nach einem Rätsel. Ja. Das klingt echt nach einem Rätsel. Schießpulver. Alkohol. Können wir jetzt mit den Gräbern noch machen, oder? Ist zu noch? So, das habe ich jetzt vorgelesen. Da geht's. Oh, da reicht's. Ja. Was ist das? Kafka-Zeichnung. Yeah. Kafka. Ja. Yeah. Mhm, leere Flasche. Nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Muss nicht. Ist irgendwie so ein Kranvorrichtung? Knopf drücken, ne? Ich hoffe, das war so ein Grabsteinrätsel oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht. Das sieht aber schon mal einiges schicker hier aus. Oh Mann. Ja. Das ist schon ist das der Turm? Ja. Sieht so aus. Ich glaube rechts war noch so eine. Hat es drauf geglitzert auf der Kante oder war ich jetzt doof? Nee, ich glaube, das ist ein Licht. Achso, ja, gut. Mir gefällt das hier nicht. Nee, das ist so groß, ne? Also weitläufig. Keine Spur von deinem Freund. Schon gut. Mist. Hör zu, ich muss dir was erzählen. Mir ist was aufgefallen, als Neil bei uns war. Sein Armreif hat nur die Farbe gewechselt. Ich meine, die lebenden Toten sind von überall herangestürzt. Er musste doch Angst haben. Nein. Auf keinen Fall. Stand schon. Ende der Diskussion. Sollten das jetzt für eine Anspielung sein? Dass sie irgendwie schon was anderes ist, oder? Also. Achte, Muni. Ja.
Also Dreieck drücken. So, stimmt. So. Thomas! Sieht alles aus, als müsste man irgendwie in die Mitte, oder? Ja. Oder da durch die Tür. Okay, ich nehme was zurück. Ja, warte. Ah, eine Werkbank! Was ist das denn jetzt? So, was war das? Ja, nimm mal. Schemenpistole. Oh. Oh. Death Note. Oh ne. Ja, da war wirklich das auf der Party. Da steht alle unsere Namen drauf. Ich glaube, der war ein Teil davon. Jo. Ist ein Teil der Verschwörung. Sag mal, ich. Das ist so. Das Ende. Ja. Der Hintergangene wurde hintergangen. So. Klassiker. Okay, jetzt kommt ein geladener Schuss. Einfacher Treffer. Klingt interessant. Erweitert den Einschlagbereich von Kugeln. Halten Sie also gedrückt, um die Feuerkraft zu erhöhen. Sollen wir was reintun? Ich habe überlegt, ja, wie Schrotflinte wäre es vielleicht gar nicht so. Der geladene Schuss. Ja. Statt? Das ist jetzt die Frage, ne? Was ist denn Bündelung? Dass der nicht so streut. Ah, okay. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kapazität? Oder Schaden? Das ist die Frage. Ich würde, glaube ich, eher Kapazität nehmen, oder? Da haben wir nur zwei Schuss drin. Dann Schaden. Ja. Aber eh nur eins. Dann haben wir noch. Einfacher Treffer, dass er durchgeht. Das ist scheiße. Ja, oder mach es doch bei der Uzi. Genau. Schaden rein und einfacher Treffer rein. Genau. Das klingt doch ganz gut. Noch was zum Lesen. Oh, meine Genossen. Ein Brief an meine Genossen. An meine Mitvisionäre. Die Zeit ist endlich gekommen. Alles kam so, wie ich es gesagt habe. Was jetzt noch bleibt, ist die Erfüllung von ihrem Teil der Vereinbarung. Und dann kann ich abschließen, was wir vor 7 Jahren begonnen haben. Nur eine kleine Probe ist alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich bereits und nicht in eine gute Richtung. Die jüngsten Ereignisse in Afrika sind ein Beleg dafür. Solch Wahnsinn wird sich wiederholen, bis außer Trauer und Verzweiflung nichts mehr übrig ist. Die Welt braucht jemanden, der das Ruder ergreift und sie durch diese stürmischen Zeiten führt. Lansdale hatte natürlich recht, was er in Terragria, ja. Klingt wie Sangria. Versuchte. Sie nannten ihn einen Schurken, aber er ist ein Held. Er versuchte uns zu retten. Ich verstehe das genau wie ihr auch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um seine Vision Realität werden zu lassen. Er als einziger erkannte, dass Opfer notwendig sind und dass Gutes darauf aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, mit dem Teufel persönlich Handeln zu treiben. Ja, ich denke mal, das war von dem Typen, der verraten wurde, gerade in dem Video. Das kann so gut sein. Ich pixel oder so. Und hier raus.
Oh, oh, oh. Oh, da kommt nicht der Typ hoffentlich mit seinem Ouroboros-Virus. Oh. Ich glaube. Ach nee. Oh. Das ist tatsächlich ein Aufzug. Jeder von mir. Oh, Zwischensequenz? Vielleicht Episode. Oh, was? Ja, bestimmt jetzt. Ach nee, das waren die nur. Ich dachte gerade. Ja, auch scheiße. Boah, da wird jetzt echt so ein Ouroboros. Ach du Kacke. Halt böse. Du Scheiße. Ich hätte mich an den Aufzug verpisst. Vorbei. Kein Bosskampf. Oh, Bosskampf. Doch. Scheiße. Soll ich den noch versuchen? Ja, wer jetzt. Ja. Ja, ich glaube, ich muss eh mit der, ne? Denke ich mal. Achso, der springt. Ach, okay. Ausweichen, ja. Oh, das hat aber viel Schaden gemacht. Jetzt weißt du, warum wir so viel Kraut gefunden haben. Oh, ah, Mann. Fuck, die Wand. Aber es hat gar nicht mal so viel. Like a boss mit dem Messer. Weg da. Sehr schön. Okay. Jetzt wäre die Kapazität doch gar nicht so schlecht gewesen. Ich hoffe, man kann ihn auch so killen. Indem man einfach draufballert. Oh! Wow! Okay, jetzt kann ich mir die Taktik vorstellen. Ja. Muss nur aufpassen, dass man selbst nicht Opfer der Explosion wird. Das war ein guter Zufall. Ja, ich meine, das war ja irgendwie schon ein bisschen abzusehen. Wo ist er denn? Dahinter irgendwo, ne? So. Dampft ganz schön. Oh. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ich denke, du kannst den Schuss aufladen, ne? Dass er noch normal reden kann. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. Da kam vorne was raus. Echt? Was denn? Ich weiß nicht, irgendwas da aus seinem Brustkorb. So eine Kugel, die man abknallen kann. Ach, der versucht sich jetzt da zu kühlen. Und jetzt ist er wieder weg. Ja. Also, ich glaube, ich will gar. Ja, der muss. Yeah. Jetzt brennt er wieder. Aber der Durchlauf, Idiot. Ich glaube, so. Schön. Ich weiß gar nicht, ob es
ja, so viel so bringt, viel drauf zu schießen. Was er überhaupt so. Was ist er denn? Da. Auch wieder durch. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht sollten wir ihn echt einfach nur zum Abfackeln bringen. Da kam auf jeden Fall so ein komischer Tumor aus der Brust. Ach, scheiße, jetzt ist das weg. Oh, Achtung. Ah, scheiße. Oh, Mauer, du bist so wohl. Weiß ich. Na gut, sie kriegt ja eh keinen Schaden. Achtung. Oh. Okay, das ist hart. Hau mal dagegen, Mann. Oh, weg da. Ich glaube, die geht eher gerade. Ist ja oben? Wieder was. Kraut! Was ist denn der Delta? Ach so, da, Achtung, der springt gerade. Auf mal, oder? Okay, komm her. Komm, Dickerchen. Oder kann ich gegen Luft jagen? Ich weiß es nicht. Was, wenn so daneben steht, draufschießen? Nee. Ah, da. Er hat es doch gerade selber erledigt. Komm schon. Burn, baby, burn. Das ja, zum nächsten. Ist da hinten einen reingesprungen? Ja, ist da. Achtung. Du kannst ihn auch so ein bisschen da durchlocken, ne? Ach, der ist wieder oben. Da. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht hier, die. Ja, diese Explosion oder. Ja. Wow! Wow! Okay, ich dachte, das wird den. Oh, bist du ausgewichen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist kurz vor mir. Ich verbrenne, jetzt kommt wieder so ein. Da oben rechts ist. Wow. Jetzt kühlt er sich wieder ab, jetzt musst du schnell. Ja. Andere Seite. Nein! Scheiße! Ja, fuck. Am besten echt mit der Schrotflinte und einfach warten, bis der sich da kühlt. Und dann direkt mit geladenem Schuss. Ich glaub, der hat sich nochmal. Wow! Alter! Sehr schön. Bist du den Behen? Kannst du dich nochmal nachladen, dass der 5 Schuss hat? Ja, warte. Na, oh. Shit, jetzt bin ich da rein. Wo ist er denn? Ich glaube, da hinten. Oh, da kommt er an. Gehen die nicht irgendwann aus? Ja. Aber ich denke, wenn du alle kaputt also wenn er alle kaputt geschlagen hat. Ach nee, da hat er wieder hochgejumpt. Warum springt der denn immer da hoch? Wobei bleibt er mal stehen, wenn er wieder zu dir springt, ja. Dann ist der ernsthaft. Alter, du hast ein Problem. Scheiße. Ich hab ein Problem. Jetzt musst du ihn ja so durchlocken. Das muss doch. Kann ja nicht begrenzt davon geben, das wäre hart. Wo ist denn der? Oh, da! Oh, fuck! Shit. Halt dich schnell. Na! Ah, passiert. Ja, schön da durch. Ja, brenn, brenn, brenn. Komm schon, ich brenne, sag es. Scheiße, ist ja abgekühlt. Ich verbrenne, okay, Schrotflinte hast du, ne? Jetzt guck, wo das Ding kommt. Oh, oh, oh. Pass auf, jetzt warte, der stellt sich jetzt wieder mit dem Rücken da dran. Mann! Scheiße, alles muss nachladen. Waren aber ein paar schöne Treffer, nur leider, Hab ich jetzt ein Problem. Haben wir nicht noch so Explodinger? Stimmt, warte. Renn doch. Achso. Ja. Ich guck mal kurz hier um. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Ist ein bisschen doof. Ja. Das Einzige, was du probieren könntest, wäre halt diese Explo-Teile auf den werfen. Ich weiß nicht. Kannst du die nochmal auswählen? Ja. Ah, da, explosive Flasche. Brandflasche! Oh, da stehst du jetzt gerade ein bisschen doof. Ich würde dich nicht. Oh, fuck, ey.
Haben wir aber erwischt. Ja, aber geh lieber ein bisschen. Ja, fuck. Mann! Weg da, weg da, weg da. Boah, halt. Oh. Der braucht. Die braucht aber jetzt auch erstmal 20 Minuten und rennen. Das war aber ein bisschen knapp jetzt. Ja, ich wollte da einfach nicht runterspringen. Achtung, gleich. Nein, komm schon. Ja. Das sind nur die Expo-Flaschen. Irgendwie muss ich den doch auch so hinbekommen. Dumm. Ich muss hier doch. Werf ruhig alle Flaschen drauf. Ja, aber das ist. Der brennt ja dann nicht. Ja, vielleicht kommt er auch an irgendeinem Punkt. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht hier fliegen. Oben irgendwie ein Schalter oder sowas? Ja, hab ich auch gedacht. Vielleicht da in dem Häuschen. Ja, ich guck mal oben rum. Wobei hier oben ist echt scheiße. Ja, weil es so eng ist. Da geht's im Kreis. Da hinten geht's hoch in das Häuschen. Ich weiß gar nicht, wo der Typ ist. Mora macht das schon. Fuck. Ja, ich bin aber. Natürlich nicht. Naja, ach, hier war ich vorhin. Muss ich nicht runterspringen will. Was mach ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Baller ihm alles in die Fresse, was du zu bieten hast. Oh! Ja, der ist schon schneller. Boah. Oh Mann. Nein. Der dampft aber schon ganz schön. Ja, ich glaube, der hat auch nicht mehr so viel, aber ich weiß halt nicht, wie ich den besiegen soll. Ja, einfach die Expo-Flaschen drauf, die machen ja gut Schaden. Ja. Was macht der immer oben? Ja, der zieht das hier. Ach so. Würde, jetzt auch wieder so ein Schleimding auf dem Boden. Scheiß drauf. Oh, da liegt jetzt aber noch eins neben dir. Ja, die sehen ein bisschen eklig aus, die Teile. Ja. Da liegt noch was. Ach, da liegt eine Flasche. Schaufelmoney. Wo ist er denn? Ach, da, links, hinter dir ist er. Echt? Rechts. Schön. Vielleicht dampft der von selbst ein bisschen mehr, umso mehr Schaden der kriegt, wenn der rennt oder springt. Mein Gott, er ist. Der dampft ganz schön. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich verbrenne! Echt? Ja, jetzt. Warte. Jetzt wechselt die Schrotflinte. So, und jetzt. Warte, der dreht sich um. Wechsel auf die Pistole oder auf den Magnum oder so. Scheiße. Ja, okay. Also ich denke mal, wenn er genügend Schaden kriegt, dann fackelt er von selber. Das heißt, du musst jetzt auch noch genügend Schaden machen. Denk dran, du kannst die Schrotflinten. Wo ist denn der? Den Schrotflintenschuss aufladen, ne? Ja. Wo ist denn der? Da. Ach! Ah, der kleine Pisser ist nicht wie bei Bloodborne mit dem Ausweichen. Mich interessiert nur, was der macht, wenn keine Säulen mehr da sind. Um sie abzukühlen. Macht der nichts mehr. Ach, guck mal. Ach, da kam das. Nein! Und jetzt wirft dich erstmal. Boah, wie das aussieht, ey. Langsam die Schrotflintenmoney aus.
Boah! Ah, dieses Scheißvieh. Dieses Scheißvieh. Ein bisschen auf Abstand. Oh, 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 oh. Nein! Boah! Ach, das ist ja auch so blöd um die Ecke läuft. Oh, schön, schön. Lad auf! Ich hab da ja irgendwie. Weiß ich nicht, wie das mit. Alter Schwede, oh, er ist hinne. Alter Schwede. Ja, das war jetzt eine etwas längere Folge. Aber du hast den Boss gelegt. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die Folge hier zu Ende und dann geht's beim nächsten Mal wahrscheinlich mit Ende der Folge weiter. Wahrscheinlich, ja. Ja. Danke. Ciao, ciao. Ciao.